hier ist wieder der Sucken Lines und herzlich willkommen zum letzten Video von Xerdis Mario World. Da ich das Spiel an sich schon durch habe, werde ich euch heute nur noch ein paar übersprungene oder Bereiche zeigen oder Level mit mehreren Ausgängen, von denen ich bisher nur einen genommen habe oder so etwas in der Richtung. Und ich beginne mit Level TE, da habe ich eine ganze Menge übersprungen. Wow. Ja, genau. So, hier hoch ist eigentlich kein Problem an sich. Hier ist diese Piranha-Pflanze. Und genau, da muss ich hier richtig runterkommen. Komm her. Oh. Genau. Mario, danke. Dann holen wir uns hier Yoshi. Yoshi kriegt ein bisschen was zu futtern. Was? Jetzt schon? War gut. Ich weiß nicht ganz so, wie ich das erwartet hatte. Egal. Dann geht es hier runter. Hier runter. Die Banzai-Pilz ignoriere ich jetzt einfach mal. Lauf einfach durch. Und das war's auch schon. Das ist der normale Ausgang von Level TE oder 9 oder was auch immer es darstellen soll. Okay, in Level 8 gibt es mehrere Ausgangsmöglichkeiten. Allerdings muss ich für eine, also beziehungsweise gibt es noch eine zweite Ausgangsmöglichkeit, aber für die muss ich erstmal mein Yoshi loswerden, damit das funktioniert. Wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. So, hier erstmal runter. Genau, und mir dieses Yoshi schnappen. Verdammt. Müsste ja noch wieder hier hochkommen. Und das habe ich gleich. Los, Yoshi! Ach, verdammt. Na gut, dann eben nicht. Zumindest wäre das, was man hätte tun müssen. Hier hinten lang zu gehen. Nicht den Absprungpunkt zu verpassen. Also, hier oben lang, wie bisher auch. Wieder springen. Wenn man dann hier ganz hinten angekommen ist, ganz hinten, noch ein Stück Mario, bist gleich da. Noch ein Stück, genau hier. Dann muss ich es irgendwie schaffen, hier hochzuspringen. Aber das schaffe ich jetzt nicht, weil ich keine Feder habe. Mit der Feder müsste es gehen. Na, zumindest geht es da oben in einen weiteren Ausgang, den ich jetzt leider nicht zeigen kann. Mal schauen, ob ich noch Zeit habe, vielleicht kommt später noch was. Aber allzu viel habe ich eigentlich auch gar nicht mehr zu zeigen. Wo gibt es noch zweiten Ausgang? Ah ja, genau, in Level 3 hatte ich noch einen zweiten Ausgang entdeckt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Genau. Ja. Wow, den habe ich vergessen. Wieso bewegen die sich ja nicht so schnell? Na egal. Den hätte ich gern, danke. Und Mist. Nein. Okay. Ach, verdammt. Komm her. Dark. Da. Okay. Okay. Ah, zu früh. Hallo? Ich möchte da nicht runter. Ach, was soll's. Also erstmal weiß ich gerade gar nicht, was passiert, wenn ich hier... Ah, hier kann ich gar nicht reingehen. Na, zumindest kann ich auch hier
auch ein Level 3 hier hinten dran. Wenn ich es denn hinkriegen würde. Moment. Arg. Ah! Moment, das habe ich gleich. OMG. Nee. Ja. Sehr schön. Und hier sind dann die nächsten. Hier ist das nächste Ende. Und es ist ein ziemlich langes Ende. Ein sehr langes Ende. Weil andauernd neue Goalpoints kommen. Das hilft auch ein bisschen dazu, Bonuspunkte zu sammeln. Wobei, nein, eigentlich nicht. Wenigstens kriege ich ein paar Münzen rein. Und die Musik wiederholt sich andauernd. Okay, okay, ist gut. Ja. Gut jetzt. Ja. Aber wie lange geht das eigentlich noch? Wie viele Goldpoints hat er da gesetzt? Hör auf. Das reicht. Stopp. Genug jetzt. Ah, da ist das Ende. Endlich. Ich habe sogar Bonuspunkte gekriegt. Hurra. Naja. Dieses ewige Level jetzt auch vorbei wäre, hole ich mir hier für den Ausgang unten, also für den zweiten Ausgang unten nochmal schnell die Feder. Ja, 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 ja. Ist gut. Danke. Das war Level 8, oder? Kann man so schlecht merken, welches Level das war. Ja. Okay, und los. Nein, nicht darunter fallen. Ups. Heftiger Aufschlag von Mario. Okay. Naja, und das, was ich machen muss, ist eigentlich ganz einfach. Na, komm her. Ah. Das hatte ich nicht geplant. Komm her. Geht doch. Hier dürft's nicht reingehen, oder? Oh, nein, 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 das wollte ich nicht. Zumindest kann ich hier drüben noch in die Röhre und zu einem weiteren Ausgang kommen. Und das waren eigentlich auch schon alle Ausgänge, die ich, also alle weiteren Ausgänge, die ich in Erinnerung hatte. Und ja, damit ist Xerdis Mario World nun endlich vorbei. Und ja, wenn ihr wollt, dass ich eure ROM-Hacks vielleicht mal spiele oder so, dann zögert nicht, sie mir zu senden. Und bedenkt aber dabei, dass sie wirklich nicht extrem schwer sein dürfen, denn ihr habt ja mein Können gesehen. Also das ist nicht unbedingt das Beste. Ja, aber ich würde mich freuen, wenn ihr mir da ein bisschen was zu machen, wenn ihr mir da ein bisschen was geben würdet oder könntet. Ich kann das Ganze auch auf Englisch machen, wenn ihr wollt. Also ich bin da nicht unbedingt so geübt drin, aber ich kann es ja mal probieren. Also yeah, for English viewers, I can say that if you want me to do your ROM hacks, just feel free to send them to me and I'll do what I can. Please consider that I'm not the best Mario player, so don't send me some too hard ROM hacks, but everything that's not too hard will be fine. I'll try to do that. So, und ja, dann war's das von mir. Ja. Tschüss zusammen, bis irgendwann mal vielleicht wieder. Zum nächsten Video.